So, ich habe jetzt was gegessen und bin wieder gestärkt. Und dann geht's jetzt weiter. Ich habe heute eigentlich den ganzen Tag bisher noch nichts anderes gemacht, als hier das aufgenommen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar heute durch, aber mal sehen. Tollerweise ist das schon wieder ein Autoscroll-Level. Es war ja klar, dass es doch zurückkommen wird. Irgendwas sagt mir, dass man auf diesen Blöcken überhaupt nicht stehen kann. Na doch, hier ist nämlich für Hintergrundgrafik gehalten. Jetzt wollte ich eigentlich lesen, was da steht. Zu spät. Mist. Hä? Irgendwie verhält sich das hier anders. Wahrscheinlich hätte es da drauf gestanden. Oder kommt mir das nur so vor? Hä? Ach so. Boah, das sieht ja aus, als würde es jetzt richtig schwer werden. Das ist ja voll das Fieslingslevel, wenn du mich fragst. Weil wenn da eben so eine rote Tür ist, dann bedeutet das ja wahrscheinlich, dass dahinter ein Endboss kommt. Hä? Ach, das Teil. Und was hindert mich daran, jetzt einfach zurückzugehen? Ach so. Na toll. Ist der ein Lahmarsch? Ich habe irgendwie gewusst, dass der letzte Teil, in den ich reingehe, der schwerste sein wird. Vor allem, hier ist aber ein Endboss kommen.
wenn mich nicht alles täuscht. WTF? Ach so. Ist so eine Art Maus. Anscheinend. Sieht wesentlich gefährlicher aus, als er wahrscheinlich ist. War eigentlich ganz einfach zu besiegen, zum Glück. Weil wer wird denn schon das mit diesen Schaltern alles nochmal machen wollen? Na toll, jetzt kommt was ganz Schweres. Was scrollt das denn so langsam? Das geht ja oberlangsam. Kann man sie nicht mal ein bisschen schneller scrollen? Um das war einzelne Plattformen. Werde ich bestimmt daneben springen. Da kann ich ja nur hoffen, dass ich das alles auf Anhieb schaffe, weil das will ja keiner nochmal von komplett von vorne machen wollen. Ja, so kann man ein Level auch in die Länge ziehen. Wenn man so macht, dass es einfach nichts rollt. Das habe ich nicht aufgepasst. Gleich wieder googeln, wie die stimmt.
Na klar. Was eigentlich auch sonst? Sollte es nicht bald mal zu Ende sein? Hier jetzt zum Beispiel? Ich fürchte, dass ich den Boss nicht schaffen werde. Und dann das ganze Level von vorne losgeht. Und es wird ewig dauern, bis ich dann wieder beim Boss bin. Ich wahrscheinlich kein Power-Up mehr. Na toll. Wobei, da könnte was sein. Toll, als ob das gegen den Boss was bringen wird. Na klar, das ist echt so. Ich muss den jetzt schaffen, und zwar auf Teufel komm raus. Na klar! Boah, nochmal Glück gehabt, dass ich ihn trotzdem geschafft habe. Boah, der war ja ein Oberfiesling. Wieder kommt gleich noch ein Luftschiff. Das darf ja nicht wahr sein. Aber immerhin ist es mal ein schnelleres. Toll. Der und sein kleiner Machpelz immer. Moment mal, könnte man hier theoretisch auch unten lang gehen? Hä? Das ist ja komisch. Das sollen nämlich Wände sein. Was zum Teufel ist das denn für ein Luftschiff? Nö, da konnte ich jetzt überhaupt nichts mehr machen. Was ist denn da so ein bastardiger kleiner Machpilz drin? Ich brauche einen richtigen Pilz. Sonst wird's nichts. Ich freue mich echt, ob man da lang kann. Hä, natürlich kann man das nicht, wenn man nämlich so blöd ist und es trotzdem versucht, dann ist man ganz einfach erledigt anscheinend. Und hier könnte doch auch überall noch ein unsichtbares Power-Up sein. Das fände ich ganz toll, wenn der eins theoretisch wäre. Achso, ich gehe wieder tot. Bööö, ist das gecheatet? Da kann man ja gar nichts machen. Mir ist es so blöd und ich hole mein Power-Up wieder. Vor allem, ich habe erst 59% geschafft. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch ganz viel. Die gehen da natürlich einfach durch. Kommen hier diese ganzen Erschi-Miesis. Thank you.
Kann man wenigstens endlich mal selber scrollen. Es wird auch Zeit. Es gibt sogar mal einen Mittelpunkt. Hey, das hat mir jetzt was gebracht. Oha! Na toller ist der schon wieder. Na klar, ich weiß schon, was das ist. Jetzt kommen diese Verfolgungsblödmänner. Die zwar anders aussehen, aber natürlich immer noch welche sind. Nö, der hat seine Zielraketen. Ach, da links wäre auch eine Bombe gewesen. Rechnet ja keiner mit. Peng, toller RG-Mies-Typ. Peng. Oh nein! Der zeigt's mir! Hilfe! Gleich hat er gewonnen! Was? Das war ja mal unfair! Was schießt der sich denn selbst ab? Das kann ja überhaupt nicht sein! Ich hätte bestimmt gewonnen, wenn das nicht passiert wäre. Ich war eigentlich kurz davor, ihm seinen letzten Strich abzuziehen. Ich geb's dir, du! Peng! Peng! Oh nein! Ja, Glück, ich habe eins von den Bastardteilen gekillt. Leider respawnen die aber. Peng! Ach nö! Jetzt gewinnt der wieder! Na toll! Nö, der lebt ja sogar noch, dieser Bastard! Wie mache ich ihn denn jetzt weg? Frage ich mich. So, jetzt böllert der alles Mögliche. Der wird ja so gut wie unmöglich sein. Der gewinnt! Damit habe ich nicht gerechnet, dass er eine zweite Form hat. No! Der Blödmänner-Typ hier war sowas von dumm. Das ist übrigens das Gegenteil von intelligent, falls es Leute gibt, die das nicht wissen. Der war jedenfalls sowas von dumm und hat gedacht, er müsste die Bombe einfach mal ewig lang nicht nehmen.
So, jetzt kann ich mich ja eigentlich auch gleich wieder killen. Wenn so ein Mist passiert. Der ist ja unbesiegbar, dieser Bastard. Der ist viel zu gut. Müsste Link sein. Oder einen Hammeranzug haben. Nein! Och nö! Ey! Mann! Warum kann denn der Mittelpunkt nicht einfach direkt vorm Boss sein? Dann wäre das so viel besser. Wenn wir einfach gleich beim Boss sein könnten mit zwei Pilzen. Ich muss es ihm jetzt mal so richtig geben. Gibt's aber auch diese Verfolgungsteile. Die gehören verboten, weil die nämlich gegen die Genfer Konvention verstoßen haben. Boah, fast wäre ich jetzt ins Ausgefallen. Peng. Nein! Och nö. Kann ich hier schon wieder vergessen. Ach, ey! Mach doch endlich mal! Ist das ein kleiner Versager? Ich hätte gern einmal einen Charakter, der schnell beschleunigen kann. Du weißt, hier gibt's aber nur 5 Charaktere. Kann ich den nicht mitnehmen und dann auf den Gegner werfen. Vor allem ist es aber echt mal total fiesi-miesi, dass der eine zweite Form hat. Und man nur noch mal einen Pilz kriegt. Selbst wenn man eine ganze Weile lang ziemlich gut spielt, werden das ja immer mehr von diesen Verfolgungsbastardteilen. Und irgendwann wird man dann getroffen. Und das immer wieder. Nein! Werde ich die zweite Form wieder nicht schaffen. Weil die zweite Form nämlich total imbar ist, wenn du mich fragst. Die zweite Form ist sogar noch overpowerter als die erste. Und die ist schon so gut. Bleib doch endlich mal wieder so ein verdammtes Teil. Ach, ey! Ich werde ihn ja nie schaffen, wenn das so weitergeht. Ich glaube nicht, ob der Boss den überhaupt selber schafft mit den wenigen Power-Ups, die einem da zur Verfügung gestellt werden. Also, okay, man startet den Kampf mit 2 Power-Ups. Und kriegt dann nochmal ein
ein weiteres bei der zweiten Form, aber trotzdem, das ist zumindest für so einen schlechten Spieler wie mich nicht genug. Wird ja ein... Wobei, das kann ich ja dann machen. Wenn ich irgendwann durch bin, falls ich das überhaupt eines Tages sein werde. Im Boss seinen Videos gucken, wie er das gemacht hat. Wobei ich ja den Verdacht habe, dass der Boss manchmal seine Fails rausschneidet und nur die Videos zeigt, in denen er es tatsächlich schafft. Und ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Muss ich allerdings aufpassen, dass ich den blöden Pilz nicht sammle. Jedenfalls nicht, solange ich ihn nicht brauche. Das wird schwer, weil er ja so liegt, dass man ihn eigentlich auf jeden Fall sammeln muss. Zumindest wenn man da lang geht. Peng! Vielleicht sollte ich sogar hoffen, dass ich ihn bald brauche. Dann kann ich ihn sammeln. Das ist jetzt auch tatsächlich der Fall. Dann treffe ich den Boss noch nicht mal. Was musste denn in dem Moment schießen? Ich hätte bestimmt den Bastard getroffen. Jetzt gewinnt er wieder. Nu. Toll, was bringt mir schon die Teile wegzukriegen? Da konnte ich nichts machen. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass ich die erste Form im Schlaf kann. Weil so schwer ist die erste Form natürlich nicht. Und dann könnte ich mich nämlich darauf konzentrieren, die zweite Form irgendwie hinzukriegen. Ich hoffe mal, es gibt nicht eine dritte Form. Sonst kann ich es nämlich voll vergessen. Auch gut wäre es, wenn ich direkt von unten schießen und treffen könnte, aber ich glaube kaum, dass das geht. So, mindestens auf die untere Plattform muss ich eigentlich. Boah! Ach, wie zum Teufel soll man diese zweite Form schaffen? Das geht doch nicht. Oder vielleicht kann man hier ja tatsächlich von unten aus schießen. Na, wahrscheinlich nicht. Vorstellbar wäre es ja eigentlich. Ich fürchte, es geht nicht. Man muss also immer da hoch. Und sich den Kugelwillis aussetzen. Und dem ganzen anderen Mist. Hä? Aber ich meine gerade eben gesehen zu haben, dass wenn man diese Bomben in den Gegner reinhält, dass die dann gar nicht explodieren. Sondern dass es dann gar nichts macht, also dass einem seine Kollisionsbox eben doch noch genauso normal groß ist wie immer. Was fliegt ihr denn nicht einfach so, wie ich ihn werf? Oh!
Sammel doch endlich das verdammte Teil. Geht wahrscheinlich echt nicht. Immerhin hat es jetzt so ein Nervteil erledigt, aber ich muss auch mal den Boss Stricher abziehen, sonst kriege ich den ja nie weg. Gerade so noch rechtzeitig das blöde Teil weggeworfen. Ach nö! Hol doch endlich den verdammten Pilz. Ach, bin schon wieder am Verlieren. Na toll. Der ist wieder höher gestiegen. Ist der so ein Volltrottel, ey. Ich hab nur ganz leicht die Sprungtaste angetippt, ey. Das ist ja fast so nervig wie das andere Pimmel-Level. Oh, diesmal hat er den ja sogar mal richtig geworfen. Unglaublich. Sonst wirft er ja immer wie ein Mädchen. Verfolgungsbuster-Teile kommen im Boss in Level-Sets viel zu häufig vor. Ich kenne kein anderes Mario-Spiel, das so eine Verfolgungs-AI für fliegende Gegner hat. Na toll. Nun bin ich sogar zu lahm, um den Boss zu treffen. Jetzt bin ich am Verlieren. Und gleich habe ich verloren. Der ist nicht richtig gesprungen. Der will's nicht schaffen. Wieder mal. Aber kann das nicht so schwer sein, dass er das nicht schafft? Aber kein Wunder hat der Boss verboten, als Link zu spielen, weil als Link wird man den in 5 Sekunden wegzocken. Mann, ey! Du und deine Popo-Verstärkung! Müsste echt alle Verfolgungsteile irgendwie auslöschen können. Also jedenfalls mindestens so schnell, wie sie wieder neu kommen. Ich schaff's nicht mal mehr, die Teile zu killen.
Sondern die killen lediglich mich. Ich meine, man kommt auch gar nicht mehr so richtig hoch mit den verdammten Bomben, wenn da erstmal zu viele von den Bastardteilen sind. Ich freue mich echt, ob ich das jemals schaffen werde. Mit einem gecheateten Hammeranzug wäre es natürlich schaffbar. Aber wer hat schon einen Hammeranzug? Ich freue mich ja echt, ob es einen gibt, wenn man das Spiel durchgeschafft hat. Also ob dann wieder, so wie in den Mega Mario Episoden, so ein Endbildschirm kommt, indem man Items kriegt, die es sonst nirgends gegeben hat. So gut, die erste Form geht ja einigermaßen. Was dagegen nicht geht, ist die zweite Form. Obwohl selbst die erste Form schon kein Selbstläufer ist. Man muss irgendwie alles richtig machen, wenn du mich fragst. Toll, wenn der die Bastardteile nicht einfach nehmen will. Nö, der gewinnt schon wieder. Nein! Na toll, er hat noch zwei Striche gehabt, dieser Bastard. Ich finde auch gar keine Strategie gegen den. Noom! Super! Was muss denn da vor dem Boss noch so was Nerviges kommen? So, und deine Verfolgungsteile. Und dann treffe ich auch noch dauernd nicht, wie diesen nervigen Mädchenwurfarm, den der Luigi hat. Oder er nimmt die Teile gar nicht erst. Macht er natürlich auch gern. Natürlich wieder nicht schaffen, weil es nämlich ganz einfach nicht geht. Also einen Treffer schaffe ich zwar normalerweise. Und jetzt diesmal sogar zwei Treffer, unglaublich. Aber dann geht alles den Bach runter. Na toll, wenn du einfach mal auf die springen könntest. Nö, der hat nicht lang genug geblinkt, dieser Versager. Ich hätte es schaffen können. Aber das heißt eigentlich. Obwohl, nee, das bringt ja nichts, wenn ich den Pilz irgendwie aufhebe und mich absichtlich Game Over mache.
ich ja sowieso einen krieg, also bringt das eigentlich nichts. Kann ich mit noch mehr Power-Ups da reingehen, leider. Wenn ich das nämlich könnte, dann wäre es schaffbar. Dabei gerade eben lief es eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht, aber... natürlich auch nicht gut genug. Ich sehe schon im geistigen Auge vor mir, was die Iris-Maschine in RKS3, falls es das irgendwann mal geben wird, in der Super Mario Bros. X-Version dann können wird. Nämlich genau so nervige Teile schießen. Eigentlich ist es ja nämlich so eine Art Iris-Maschine, wenn du mich fragst. Nur noch viel schwieriger. Da ist die Iris-Maschine schon nicht so wirklich einfach. Na toll. Du sollst endlich mal treffen. Und nicht nur getroffen werden. Ach nö. Na toll. Jetzt kriege ich wieder gerade gar nichts hin. Ey. Mann! Ich muss vor allem hinkriegen, dass ich öfter treffe. Nämlich, ich schaff's zwar schon relativ lang nicht getroffen zu werden, was mir aber nichts bringt, wenn ich den Boss nie treffe. Nö! Das akzeptiere ich nicht, dass ich das mit weniger Strichen machen muss. So ein Blödsinn! Was gibt's denn diesen blöden Teil davor? Eines Tages werde ich das so umbauen, dass der Mittelpunkt da ist, wo er hingehört, nämlich direkt vor dem Boss. Wenn ich diesen nervigen Teil davor nicht mehr machen muss. Wobei der Ersteller von dem Ganzen, der ja auch Boss genannt wird, der hätte es ja so machen können, dass man vor dem Boss nur ein Power abkriegt. Dann wäre es nämlich noch unmöglicher. Ach, ey! Ich geb dir eine Kartoffelverfolgungskanone. Na toll, daneben. Es geht echt nicht, dass man von unten aus einfach schießt. Dabei wäre es dann schaffbar. Mann, da trifft man sich ja nur selbst, wenn man das macht. Und das dauert also ewig lang, bis endlich mal wieder eine verdammte Kugel kommt, die man benutzen kann. Vor allem bei der zweiten Form kommen die ja auch unregelmäßig.
Das heißt, man weiß nie, wann wirklich eine Kugel wiederkommen wird. Mann, ich kann nicht auf alles gleichzeitig achten. So jemand bin ich einfach nicht. Ich will, dass es endlich fertig ist. Zumindest dieses Level hier. Das ist ja mal so ein Pimmelboss, ist, ey. Wenn ich einen Hammeranzug hätte, dann wäre der schon so alle gemacht, ey. Oh! Ich hab schon gedacht, dass es mich trifft. Tja, jetzt werde ich aber wieder total versagen. Weil ich hier nämlich ständig am Ausweichen bin. Und dann keine Chance habe, selber mal Treffer zu landen. Ich hab sogar mal getroffen, unglaublich. Nein! Natürlich kommt das Teil jetzt wieder da. Komm endlich wieder! Na toll, das war schon die ganze Zeit im Hintergrund, warum denn? Da stimmt doch was nicht. Ach, also die auf der rechten Seite kommen ganz offensichtlich öfter als auf der linken. Nein, ich bin ganz nah dran, es zu schaffen. Aber da war ihr sowas von super dumm und hat sich auf die Kugel gestellt. Aber ihr darf das nicht sein. Überhaupt, der ist halt so ein Trotteltypi und nimmt die Kugel einfach nicht. Aber er muss ja doch sich eigentlich denken können, dass er die Kugeln gefälligst sammeln soll. Aber immerhin weiß ich jetzt bei der zweiten Form, dass es da eigentlich sogar tatsächlich besser ist, wenn man die Kugeln von links nimmt. Die zuverlässiger kommen. Bei den rechten, da ist halt schon die nächste Kugel da, während eine noch blinkt und noch gar nicht explodiert ist. Und dann ist es viel zu unsicher und man weiß nämlich nicht, wann die Kugeln dann wieder explodieren werden. Und so. Natürlich. Die Kollisionsbox von diesen Explosionen ist aber auch ein bisschen verbuggt, wenn du mich fragst. Im Bildschirm sieht es nämlich dann schon alles gar nicht mehr wie eine Berührung aus. Ach komm schon, das war ja geschummelt. Kann ich ja voll vergessen. Nur so wenig Strichen schaffe ich das doch nicht. Vor allem, weil nämlich die erste Kugel von rechts kommt. Dann kommen welche von links. Weil wenn man klein ist, dann treffen einen wenigstens die Kugelwillis nicht andauernd. Nein! Da musste ich schnell machen, weil das halt sonst explodiert wäre. Das ist nämlich wahrscheinlich auch eins von den Problemen bei der zweiten Form. Dass, wenn man ein großer Bastard ist,
dass man dann viel zu leicht getroffen wird. Aber das bringt ja auch nichts, wenn ich die ganze Zeit klein bin. Weil irgendwann wird man einfach getroffen. Und als großer Bastard muss man viel zu arg aufpassen. Super gemacht! Luigi, du Versager! Toll. Nein. Boah, ich hab schon gedacht, da gäbe es jetzt wirklich eine dritte Form. Meine Güte.